Ah, da sind wir schon wieder. Ach, wie herrlich. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel Delta Mike Heavy. Wir haben mal wieder ein neues Thema und zwar fragen da echt viele Leute nach. Es geht dabei um die perfekte Landung und wie man diese durchführt, wie man das am besten machen soll. Also im Prinzip ein allgemeingültiges Rezept für die Landung aus dem Lehrbuch. Und ich soll euch dieses Rezept jetzt geben. Das ist, kann ich jetzt schon sagen, relativ schwierig. Aber ich kann euch zumindest Anhaltspunkte geben, wie ich das selber angehe mit der Landung. Keine Landung gleich der anderen. Es kommt auf so viele Faktoren an. Es kommt auf die Windverhältnisse an, es kommt auf Thermik an. Es kommt auf die Leistung des Piloten an, es kommt auf den Flugplatz und auf die Lage des Flugplatzes an. Es kommt auf so ultra viel an, dass man das eigentlich gar nicht so richtig standardisieren kann. Auf der anderen Seite standardisiert man es ja doch schon irgendwie und deswegen möchte ich euch wenigstens ein paar Anhaltspunkte geben, an die man sich eventuell entlanghangeln. So, das Erste, was ich euch sagen kann, ist, wenn ihr einen sauberen Anflug hinlegt, dann ist das die halbe Landung. Ein sauberer Anflug ist viel wichtiger, als man denkt. Also die meisten denken immer so, ja, ja, wir fliegen da erstmal hin und so. Und dann landen wir das irgendwie, dann brechen wir das da schon irgendwie runter. Aber so ist es nicht. Der Anflug ist wirklich die halbe Miete. Wir befinden uns gerade so ungefähr auf 5200 Fuß. Ja, links von uns ist so circa Detmold, rechts von uns ist Bielefeld und wir kommen gerade genau dazwischen her. Ich bin jetzt schon in den Sinkflug gegangen, das heißt, ich habe das Gas so leicht reduziert und wir sinken gerade so mit 500 Fuß pro Minute. Alles ungefähre Werte. Ich kann euch nur sagen, 500 Fuß pro Minute wird von den meisten Passagieren und auch Piloten als recht angenehm empfunden. Und das ist auch ein großer Teil eines vernünftigen Anflugs, dass man ihn sich selbst so angenehm wie möglich gestaltet. Das Schwierigste an dieser ganzen Sache ist das Timing. Denn das Timing sagt, dass wir ungefähr in der letzten Kurve, also in der Kurve zum Endanflug hin, wenn wir diese Kurve abgeschlossen haben, da sollte man in der Regel noch so 500 Fuß above Ground Level haben. Das heißt, der Flugplatz in Erlinghausen ist so ca. 550 bis 500 Fuß hoch. Das heißt, wir sollten nach dem Eindrehen noch ungefähr 1000 Fuß für den Endanflug haben, der dann so ca. eine Minute dauert. Und wenn wir dort auch weiterhin mit 500 Fuß pro Minute sinken, wie wir es jetzt hier die ganze Zeit stetig tun, dann erreichen wir easy die Schwelle. Wichtig für einen koordinierten und wirklich ruhigen Anflug ist, dass ihr nicht am Knüppel rumrührt. Ich weiß, dass es Turbulenzen gibt, ich weiß, dass es Luftbewegungen gibt und ich weiß, dass ein größeres Verlangen vorherrscht, diese Turbulenzen auszugleichen, je näher man sich in Bodennähe befindet. Aber im Prinzip könnt ihr dem Flieger gar nicht so richtig helfen, durch die Turbulenz durchzufliegen, denn wenn ihr sie korrigieren wollt, dann habt ihr diese Turbulenz schon hinter euch gelassen. Das müsst ihr euch mal verinnerlichen. Also es gibt eine Turbulenz, schlägt euch beispielsweise unter die Fläche und ihr wollt es korrigieren und die Turbulenz, die ist schon längst wieder hinter euch. Das Flugzeug, das fliegt da schon alleine ganz gut durch und haltet den Knüppel immer schön statisch. Einfach richtig statisch. Wenn es natürlich richtig was auszugleichen gibt, wie zum Beispiel sowas hier, dann müsst ihr einmal kurz dagegen steuern. Das ist gar kein Thema. Aber wenn ihr die ganze Zeit solche Luftbewegungen habt, sowas oder so, oder keine Ahnung, irgendwie so ganz locker weg, nur so ein bisschen, dann macht ihr am Knüppel einfach gar nichts. Haltet den Knüppel einfach statisch fest und lasst das Flugzeug da durchgleiten. Das wird euch mehr Ruhe reinbringen, als wenn ihr pseudomäßig versucht, Ruhe in diesen Flugzustand zu bringen, indem ihr die ganze Zeit am Knüppel die Gegenbewegung macht. Denn dadurch wird es noch viel unruhiger. Dann nachher in der Platzrunde ist es ganz wichtig, eine Decision halt festzulegen. Das heißt, ich würde die persönlich auf 300 Fuß festlegen ungefähr. Wenn ihr beispielsweise jetzt einen Platz anfliegt, der 500 Fuß above Ground Level sich befindet, dann ist eure Decision halt in ca. 800 Fuß Höhe. In dieser Höhe sollte für den Anflug alles passen. Die Flugrichtung sollte passen, ihr solltet die passende Geschwindigkeit haben. Das Flugzeug sollte voll konfiguriert sein für die Landung. Die Leistung sollte passen, ihr solltet das Fahrwerk ausgefahren haben, wenn ihr ein Retractable Gear habt, natürlich nur dann. Und ihr solltet die Klappen gesetzt haben. Wenn an dieser Stelle irgendwas nicht 100%ig passen sollte, dann ist meine Option Go-Around. Und ein Go-Around ist immer eine Option, immer, egal wann. Wenn irgendwas nicht passt, wenn ihr euch wegen irgendwas unsicher seid, wenn das Headset auf einmal spinnt oder ihr habt vergessen, die Flaps zu setzen oder sowas, go around. Einfach ein go around. Ein go around ist absolut nichts Peinliches. Ein go around ist vielmehr clever. Du verhinderst dadurch weitere Fehler, die passieren können. Denn nichts ist schlimmer als eine sich aneinanderreihende Fehlerkette, die dann im Prinzip irgendwann vielleicht in einem Worst-Case-Szenario mündet. Es ist kein Unding, ein Go-Around zu machen. Also macht
diese Dinger, wenn ihr euch irgendwie unsicher seid. Das Wichtigste an einem Go-Around ist, die Entscheidung zu oder beziehungsweise die Entscheidung für diesen Go-Around zu treffen. Das ist wirklich das Allerschwierigste daran und deswegen diese Decision-Height. Und das Geile ist, ihr könnt ja noch 5, 6, 7 oder wie lang eure Platzrunde ist, Minuten länger fliegen. Das ist ja das Coole an einem Go-Around. Das ist im Prinzip sowas wie eine Happy Hour. Wenn ihr diesen Go-Around durchführt, dann müsst ihr das nicht sofort melden oder sowas, sondern fly the plane first. Das gilt in jeder Situation, die kritisch ist. Fly the plane first. Throttle rein, achtet auf den Propellereffekt, gleicht diesen aus. Fahrt die Klappen bei der passenden Geschwindigkeit ganz sanft wieder ein und geht einfach in die nächste Runde, ganz in Ruhe. Und wenn ihr das alles durchgeführt habt und safe in der Luft seid, dann könnt ihr sagen, hey, Delta Mike Whiskey Australia, startet durch, ich muss es nochmal versuchen. Und da bricht euch auch kein einziger Zacken aus der Krone, ich sag's euch. Das Allerwichtigste, um Landungen hinzubekommen, ist die Anfluggeschwindigkeit und die sollte nicht zu hoch sein. Wenn du zu schnell anfliegst, dann wird die Landung zu 90% scheiße. Deswegen, die Geschwindigkeit muss einfach passen. Wenn es wirklich böig ist, dann müsst ihr ein paar km/h drauflegen. Und zwar rechnet man das ganz einfach aus. Es gibt die kontinuierliche Windgeschwindigkeit. Die Türmer, die melden das meistens mit, ja, Wind aus 220 oder aus 220 mit 10. Und dann kommt vielleicht manchmal noch eine Ergänzung her in Böen 15 Knoten oder sowas. Dann habt ihr eine Differenz zwischen der kontinuierlichen Windgeschwindigkeit von 10 Knoten und der Böigkeit von 15 Knoten. Das heißt, ihr zieht davon die kontinuierliche Windgeschwindigkeit ab und kommt damit auf 5 Knoten. Und davon müsst ihr die Hälfte hinzuaddieren zu eurer Geschwindigkeit. Nur davon. Wenn der Wind einfach nur kontinuierlich weht, dann braucht ihr keine Geschwindigkeit dazu addieren. Das ist Quatsch. Einfach nur die Böigkeit ausgleichen und zwar auch wirklich nur aus Differenz zwischen kontinuierlicher Windgeschwindigkeit und der Böigkeit selbst und davon nur die Hälfte. Nächstes schlimme Thema. Das ist wirklich ein schlimmes Thema, denn darauf solltet ihr ein großes Gewicht legen. Und zwar ist das die letzte Kurve in der Platzrunde. Die letzte Kurve in der Platzrunde, da werdet ihr eure Geschwindigkeit tatsächlich schon so niedrig halten müssen, dass ihr wirklich sauber anfliegen könnt. Und bei dieser Geschwindigkeit ist es nun mal so, wenn ihr voll beladen seid, wirklich voll beladen, voll betankt und da habt noch was im Gepäckfach, ey, ohne Scheiß, dann achtet auf diesen scheiß verfickten Geschwindigkeitsmesser. Ihr müsst zusehen, dass ihr in der letzten Kurve die Querneigung, also den Bankangle, nicht zu krass setzt. Ihr kennt das selber, bei 60 Grad Querneigung beispielsweise habt ihr 2G anlegen. Also meine persönliche Empfehlung ist, die letzte Kurve mit ungefähr 25 bis 30 Grad Querneigung zu nehmen. Das ist eigentlich ganz moderat, denn bei einer Querneigung von 40 Grad hast du nur noch ungefähr 1,3G anliegen. Bei einer Querneigung von 20 Grad sind es nur noch 1,06G. Und bei 25 bis 30 Grad, da bist du so bei 1,1G. Und das ist easy vertretbar mit der Anfluggeschwindigkeit, die im Handbuch empfohlen wird. Dann gibt es noch das Thema Seitenwind. Seitenwind ist wahrscheinlich das Schwierigste und davor haben die meisten Piloten auch Respekt, sondern es gibt im Prinzip gar kein Problem bei Seitenwind, denn den könnt ihr eigentlich ganz, ganz einfach ausgleichen. Und zwar würde ich empfehlen, wenn ihr im Anflug seid, dann geht erstmal mit der Crabbing-Taktik vor. Das heißt, ihr stellt einfach nur die Nase in den Wind und gleicht so im Prinzip das Verschieben des Flugzeugs durch den Seitenwind aus. Das heißt, ihr fliegt leicht gegen den Wind im Prinzip so, wenn der Wind jetzt von links kommen würde. Am Ende, irgendwann, ist es ratsam, tatsächlich eine Fläche hängen zu lassen, also in einen leichten Slip zu gehen, damit ihr die Kurve dann nicht macht, denn wenn ihr die Fläche so hängen lasst, dann würde das Flugzeug in eine Kurve fliegen, geht ihr einfach ins linke Seitenruder und der Flieger fliegt weiterhin geradeaus. So geht ihr aber in einen Slip. Der Vorteil an dieser Geschichte ist allerdings, dass euch der Wind nicht unter die Fläche greifen kann und damit kann er euch nicht wegstoßen im Prinzip. Und der zweite große Vorteil ist, dass ihr die Längsachse des Flugzeugs schon im Prinzip auf die Centerline gerichtet habt. Und bei Seitenwind ist es wirklich wichtig, die Fläche so ein bisschen dann in den Wind zu halten und tatsächlich auch einen Versuch mit dem zum Wind gewandten Rad zuerst aufzusetzen. Das ist dann eine professionelle Landung. Ihr setzt zuerst das, wenn der Wind jetzt von rechts kommt, dann setzt ihr zuerst das rechte Rad auf, ganz leicht, und lasst dann irgendwann das linke Rad vom Hauptfahrwerk dazukommen und haltet das Bugrad noch schön die ganze Zeit oben. Dadurch ist der Widerstand auch schön groß und habt somit eine natürliche Bremswirkung, schont die Bremsen. Und ihr könnt ganz geschmeidig ausrollen und dann lasst ihr das Bugrad irgendwann runter. Den Fehler, den ihr nicht machen dürft, ist zu bremsen, wenn das Bugrad sich in der Luft befindet. Denn dann habt ihr eine Hebelwirkung, das Bugrad knallt nach unten
Und wenn ihr richtig Pech habt, ich habe das mal an einem Flugplatz tatsächlich erlebt, reißt euch dieses Bugrad weg, der Propeller hat Bodenkontakt, ihr habt Shockload auf dem Motor und ohne Scheiß, das ist schon relativ aufwendig, was ihr dann vor euch habt. Wenn ihr unbedingt schneller bremsen müsst, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, einfach das Bugrad abzusenken und zu bremsen. Das ist gar kein Problem, also dafür sind Bremsen halt nun mal da. Deswegen keine falsche Scheu. Das ist nur ein Tipp, wie ihr zum Beispiel ganz geschmeidig ausrollen könnt. Wir werden das gleich in Erlinghausen auf jeden Fall auch mal machen. Wenn ihr zum Beispiel von jemandem in der Platzrunde verfolgt wird und der sagt schon die ganze Zeit so, das wird aber knapp und so, aber das schaffe ich schon und bla 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 und ich bin Nummer 2, rollt auf der Piste so lange aus, bis das Flugzeug voll unter Kontrolle ist. Es gibt keinen Grund, auch nicht der hinter euch, das ist kein Grund, mit überhöhter Geschwindigkeit irgendwie an dem erstmöglichen Abroller die Piste zu verlassen. Nein, ist es nicht, denn ihr fliegt das Flugzeug auf der Piste weiter. Das heißt also, der Bremsvorgang ist ein ganz wichtiger und dieser sollte geradeaus passieren, nicht in der Kurve. Also schön weiterrollen, egal was der hinter euch macht. Wenn ihr noch auf der Piste seid, dann muss dieser Typ hinter euch einfach den Go-Around durchführen. Das ist aber nicht euer Problem, denn er hätte ja schon vorher verzögern können. Also lasst euch bei sowas nicht beunruhigen. Landen, ausrollen. Mit der Geduld, die ihr dafür braucht. Und niemand anderes sagt euch das. Auch nicht, wenn irgendeiner auf dem Turm sagt, so, jetzt aber mal die Piste freimachen oder so. Scheißegal, der sitzt nicht in eurem Vogel drin. Der sitzt da easy auf dem Turm. Der hat gar nichts zu melden. Priorität ist schon, die Piste freizumachen. Nur übertreibt es nicht. Ne? Also das Flugzeug nur unter voller Kontrolle wirklich von der Piste abrollen. Zu guter Letzt gibt es dann noch das Abfangen auf der Piste. Das ist für die meisten Leute das Schwierigste. Beim Abfangen auf der Piste ist es so, dass ihr euch der Piste leicht anschmiegt. Also ihr kommt ja mit einer gewissen Sinkrate und ihr nähert euch der Piste immer weiter an, bis ihr, sagen wir mal, nur noch so 50 cm über dieser Piste schwebt. So, dann versucht ihr mit leichtem Ziehen am Knüppel, ganz leichtes Ziehen, den Flieger erstmal parallel über der Piste fliegen zu lassen. Das heißt, ihr stürzt nicht mit euren 500 Fuß pro Minute einfach runter, sondern ihr fangt das Ding langsam ab und fliegt parallel wirklich auf der Piste. Und jetzt ist es die Kunst, das Ding immer weiter auszuflären und dabei müsst ihr die Nase immer weiter anheben. Die Kunst bei dieser Geschichte ist, das Flugzeug beim Anheben der Nase nicht wieder steigen zu lassen. Das heißt, ihr hebt die Nase an und wenn der Flieger steigt dabei, dann müsst ihr wieder ganz langsam nachlassen, dann seid ihr immer noch zu schnell. Aber nur nachlassen, nicht nachdrücken. Wichtig ist, zieht auf keinen Fall weiter, wenn das Flugzeug dabei steigt. Wenn das Flugzeug dann wieder langsam zu sinken vermag, also ihr habt Energie wieder rausgenommen, dann zieht ihr wieder ganz langsam an dem Knüppel und wieder und immer weiter. Steigt das Flugzeug nochmal irgendwann, weil ihr vielleicht zu sehr an dem Knüppel gezogen habt, dann lasst ihn nochmal ein ganz bisschen nach und das Flugzeug wird wieder sinken und dann zieht ihr wieder an dem Knüppel. Je mehr ihr das verinnerlicht, desto mehr wird das irgendwann in eine einzige Bewegung münden und die nennt sich dann Abfangbogen. Um diesen Abfangbogen geil hinzubekommen, visiert nicht die Schwelle der Piste an, also den Aufsetzpunkt, wo ihr aufsetzen wollt, sondern schaut immer auf das Ende der Piste. Und nicht irgendwie so, oh Gott, hier muss ich irgendwie runter und dann runterdrücken oder sowas. Nein, das Flugzeug schön ausklären und immer das Ende der Piste in Sicht halten. Das machen wir jetzt. Das heißt, wir fliegen jetzt eine solche Landung. Wir sind hier auf 3500 Fuß und gehen jetzt erstmal schön runter in einer kleinen Kurve hier. So. Schön. Da haben wir dann auch sofort 1400, 1500 Fuß sinken am Start. In Kurven geht das mal sehr, sehr gut. Jetzt mal mit einer Rechtskurve, obwohl dann seht ihr nichts. Wir machen eine Linkskurve. Erlinghausen Info, der ist am Mike, bis hier Oscar in dir. Delta Mike Whiskey, Oscar India, Erlinghausen Info. Delta Mike Whiskey, Oscar India, Position heute 2300 Fuß, zurück aus Höxter zur Landung. Delta Mike Whiskey, Oscar India, zur Piste 22, QNH 1019. Delta Mike Whiskey, Oscar India, QNH 1019 und Piste 22, danke. Sennestadt liegt quasi direkt voraus. Wir haben jetzt noch 2000 Fuß und versuchen jetzt mit unserem moderaten Sinken tatsächlich auf die Platzrundenhöhe von 1600 Fuß zu kommen. Das heißt, wir machen hier wirklich ganz gemütlich. Also wir steigen auch wieder mit Leistung ab. Wir haben genug Abstand von der Platzrunde und machen das ganz in Ruhe, komplett in Ruhe. Bei der Landung haltet ruhig die Hand immer am Gas, denn es ist wichtig, in kritischen Situationen schnell zu reagieren und Vollgas reinschieben zu können. Das wäre sowohl bei einem nicht vorhersehbaren Strömungsabriss der Fall, als auch beispielsweise bei einem Go-Around, den wir ja schon besprochen haben.
Wir werden jetzt hier langsam rechts drehen und auf den Flugplatz zufliegen. Das heißt, wir fliegen wirklich im 90-Grad-Winkel auf den rechten Gegenanflug der Piste 22 zu. So, der Flugplatz ist jetzt quasi voraus. Wir haben noch 100 Fuß über der Platzrunde jetzt gerade. Das heißt, dieses moderate Sinken ist ganz entspannt für uns. Wir werden die Platzrunde genau auf Platzrundenhöhe erreichen. Wir schauen jetzt hier auf der rechten Seite, ob da irgendwo Verkehr ist. Denn wenn, dann würde der von dort kommen oder wäre hinter uns gemeldet. Ist er aber nicht. Das heißt, wir können jetzt gleich ganz easy links eindrehen in den rechten Gegenanflug der Piste 22. Und das machen wir jetzt auch an dieser Stelle. Delta Mike Whiskey Oscar India dreht in den rechten Gegenanflug Piste 22. Wir versuchen natürlich weiterhin ganz easy die Höhe zu halten, also die Platzrundenhöhe. Wir sind jetzt auf 1650 Fuß, was aber nicht unbedingt ein Problem ist, insbesondere nicht bei Hochdeckern, denn wir haben ja eine Fläche über uns und wenn wir etwas über der Platzrundenhöhe fliegen, dann können wir besser nach unten gucken, weil wir den anderen Verkehr ja wahrscheinlich dann unter uns erwarten, diese 50 Fuß. Und das kann vielleicht auch manchmal ein Sicherheitsplus sein. Bei Tiefdeckern ist es natürlich umgekehrt. Die sollten, wenn sie sowas machen, nicht über der Platzrundenhöhe fliegen, sondern vielleicht 50 Fuß drunter. Jetzt haben wir hier gleich das Eindrehen in den Queranflug. Das heißt, wir konfigurieren jetzt schon mal ein bisschen vor. Wir nehmen schon mal Workload weg, Gas ein bisschen raus. Wir setzen die Benzinpumpe auf On und damit sind wir eigentlich schon mal richtig gut gewappnet. Und dann können wir jetzt ganz gemütlich rechts in den Queranflug eindrehen. Delta Mike Whiskey Oscar India dreht in den rechten Queranflug. Jetzt stellt sich wieder ungefähr ein Sinken von ca. 500 Fuß pro Minute ein. Das Flugzeug ist weitestgehend konfiguriert. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist, die Klappen zu setzen. Das machen wir jetzt. Dafür müssen wir natürlich die Geschwindigkeit insofern reduzieren, dass die Klappen auch gesetzt werden können. Das wären jetzt hier 110 km/h und schon sind die Klappen gesetzt auf Stufe 1. Die reicht dafür eigentlich auch, denn die Stufe 1 ist viel bequemer im Falle eines Go-Arounds, weil ihr dann mit den Klappen halt kein Problem habt, ne? Diese irgendwie einzufahren und dann noch auf die Geschwindigkeit zu achten und sowas. Ich persönlich, das ist keine allgemeingültige Empfehlung, also nicht falsch verstehen, aber ich persönlich fliege lieber nur mit Klappen erste Stufe an, damit ich im Falle eines Go-Rounds halt einfach besser reagieren kann, beziehungsweise den Workload dafür auch minimiere. Delta Echo Whiskey zu Piste 22, da bist du ja auch schon, und QNH 1019. Delta Piste 22, QNH 1019. Delta Oscar India, Endanflug Piste 22. Jetzt haben wir die letzte Kurve wirklich ganz, ganz easy genommen und der Wind, der kommt heute. Delta Oscar India, Wind 200 mit 7. Kommt leicht von links mit 7 Knoten. Das heißt, wir slippen hier wieder easy runter. Das Slippen ist ja eigentlich kein Problem. Die Decision Height haben wir jetzt. Das heißt, es muss jetzt tatsächlich alles passen. Also wir hatten jetzt gerade 300 Fuß über Grund und hier passt alles. Die Richtung passt, das Flugzeug ist konfiguriert, die Geschwindigkeit passt. Alles ist im grünen Bereich. Nochmal ganz leicht die Fläche reinhängen, da der Wind tatsächlich nochmal von links kommt. So, und jetzt fangen wir schon langsam an, den Vogel so ein bisschen abzufangen. Das heißt, wir geben schon mal ein bisschen Höhenruder wieder. Jetzt richten wir den aus. Der Wind kommt von links. Das heißt, wir nehmen das linke Rad jetzt gleich als erstes. Und ich gucke die ganze Zeit nur hinten auf die Piste und wir treffen exakt die Centerline. Ich halte das Bugrad noch ein bisschen hoch. Wir können ganz gemütlich ausrollen und ich setze das Bugrad jetzt erst auf, lasse immer noch ausrollen und fange jetzt langsam an zu bremsen. Ich ziehe den Knüppel auf jeden Fall immer weiter dann an den Bauch, um eben das Bugrad beim Bremsen noch zu entlasten durch das Höhenruder. Und ja, das ist im Prinzip schon alles bei der Landung. Es sieht sicherlich einfacher aus, als es ist, aber das ist das A und O, um gute Landung zu machen. Jetzt hoffe ich, dass euch dieses Video mal wieder gefallen hat auf diesem Channel, dass ihr mir dafür einen Like da lasst, einen schönen Daumen nach oben. Kommentiert ruhig mal, wie ihr das macht oder was euer Geheimtipp für die Landung ist. Also ich wäre echt gespannt darauf. Gerne auch Kritik an meinem Landesystem, da können wir gerne drüber diskutieren. Abonniert diesen Channel, aktiviert die Glocke und ihr werdet einer der Glücklichen sein, die den kompletten Content dieses Channels verfolgen kann. Und ja, Leute, ich wünsche euch always happy landings, always three greens, wenn ihr ein retractable Gear habt. Und ja, ich sag nochmal, danke fürs Einschalten, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao, macht's gut, euer Delta Mike Heavy. So, ausschalten, Feierabend, juhu, ich freue mich.
Ich freue mich einfach nur, das ist endlich genial, denn es war ganz schön anstrengend, dieser Tag. Ja, es war sehr anstrengend. Und dabei ziehe ich den Knüppel kontinuierlich immer weiter an den Bauch. Naja, ich sage jetzt mal ciao, ne, tschüss, bis bald, ne, ciao, 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 ciao. Hier den Knüppel immer weiter zum Bauch, um eben das Flug zu entlassen. Ich schalte euch jetzt ab, ne, bis dann, ciao. Und ziehe den Knüppel dabei immer weiter. Meine Fresse, Alter! Starte, Junge, Alter! Mein Gott, ey!